Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Cyberpunk 2077. Wir wollen uns heute mit Jackie treffen. Ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. Ach, das war Meredith Stout. Nee. Oder? Ich habe ehrlich gesagt null Überblick hier. Ganz ehrlich. Ich hoffe, das kommt noch. Falsches Menü. Achso, wir haben... Ich habe ja einen Levelaufstieg gehabt. Oh. Verfügbare Vorteilspunkte. Das sieht ja lecker aus. 3 Stück gleich. Stealth. Ja, auf jeden Fall. Den gönne ich mir. Achso, dafür sind 7 erforderlich. Ja, den gönne ich mir auch. Ja. Hört sich auch lukrativ an. Dann 1 zurück und dann kann ich ja hier noch verteilen, richtig? Und da noch einen rein und da noch einen rein. Gut, dann treffe ich mich jetzt mit Jackie. Richtig? Schon wieder. Ja, mein Auto ist jetzt weg, ne? Das ist ja praktisch. Einfach die Karre geklaut, ey. Kannst nichts stehen lassen. Nichts. Bis gleich. Angekommen bei Jackie. Lass hören, was du rausgeholt hast. Sieht irgendwie winzig aus an dir. Ist das eine Arch? Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Job benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab einen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Buck? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Ja, das ist ja noch ein Grund, den nicht zu bescheißen. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Das wird nicht ganz so einfach. Wir reden von Maelstrom.
Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na so. Dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Und wie? Wer dann ja. Wie? Mach schon. Jetzt heul mal nicht. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Auf Traum. Wir warten schon. Selbstschussanlage. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Muchas Minas, Chica. Mitten in der Stadt? Glauben diese Psychos, wir sind hier im Krieg? Ich habe echt ein ungutes Gefühl bei der Sache, Jack. Ja, diese Typen sind halt... Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Achso, das ist eine Tür. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. New episodes every Wednesday at 10. Only on WNX. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Aufs Sofa. Setzen. Dum Dum, okay. Schön, dich kennenzulernen. Dum Dum der Borg. Doch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln himmelst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was kann die? Eskief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Nee. Danke, brauch ich nicht.
Schlange macht den Drogen. Was, Prinzesschen? Ja. Es lohnt. Der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon, du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Ja, ein bisschen frech sein, ne? Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker geflickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schön Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Ich warte nicht. Hey. Bot und Steuerung. Schneller, desto besser. Ob das eine geile Idee war, den wegzuballern? Jetzt lass uns hier verschwinden.
ich alleine aufmachen, oder was? Ulefeo, das Fleisch, das schmeckt förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Oh. Gibt's keinen anderen Weg? Was ist das? Hätte man bestimmt auch anders lösen können. Aber was ist denn jetzt? Los. Ich bin jetzt so nicht da durchgekommen. Ich hätte ja gerne mal eine Waffe mit Schalldämpfer jetzt. Bonbons hier, oder? Achso, und jetzt ist Jackie. Sorry.
renne. Nachschauen. Es gab eine neue Waffe. Hey, so ist es vorbei. Sehen wir uns vor. So, hey, du! Hey, der Mann! Hilf mir mal! Ja gut, dann ist nicht schade drum, wa? Ah, okay. Na dann, werden wir den mal von der
der Straße holen, ne? Achso, es war jetzt nicht tödlicher.
passieren denn sonst? Kannst dich nicht ewig verstecken! Komm schon, wie? Lass uns verschwinden! Betteln, keine Schulden, keine Konzernschrauben. Und der Ted gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Manchmal ja, manchmal nein. Heute hatten wir Glück. Du kleiner Sonnenschein. Aber das hat nichts mit Glück zu tun, wie. Du hast immer die Wahl. Vergiss das nicht. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und des brüderlichen Hasses. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Hattest du Schiss, dass wir die Sache nicht überleben würden? Nee. Über sowas denke ich nicht nach. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego.
war mal aber nichts. Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast was drauf, Miss V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. Okay, das war's dann auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ihr kennt das ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.